Heute wage ich eine Prognose mit zittrigen Händen zwar, aber ich tu's. So schlimm die Lage auch ist an den Börsen, aber im vierten Quartal geht's wieder aufwärts. Die Gründe dafür hier in diesem Video. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Manchmal gibt es hier so Kommentare wie: Danke für Ihre Videos, Herr Heinrich. Sie sind der perfekte Kontraindikator. Ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen, und damit verdiene ich mir eine goldene Nase. Solche Kommentare, die kriegt wahrscheinlich jeder Finanz-YouTuber hier irgendwann mal. Und man kann sie eigentlich auch nur so unterlaufen, dass man sich selber hier so oft widerspricht, dass diese Leute dann nicht mehr wissen, was sie am Ende tun sollen. Ich bemühe mich da auch nach Kräften. Und außerdem, ich habe den Spieß auch mal umgedreht. Ich habe die Kommentare hier auch mal als Kontraindikator benutzt. Mitte Juli, da habe ich ja ein Video gemacht: Die Profis verkaufen, die Kleinanleger kaufen, hieß es. Das war damals in der Erholungsphase von Anfang Juli bis Mitte August. Und ich habe festgestellt, so wahnsinnig pessimistisch sind die Zuschauer da gar nicht. Das haben andere auch bestätigt. Einer hat hier drunter geschrieben, dann dem Sentiment der Kommentarspalte nachzuurteilen, da geht es definitiv noch weiter bergab. Und von da an habe ich dann auch fast nur noch negative Videos gemacht, und es hat auch funktioniert. Die Erholung ist dann ja wieder in sich zusammengefallen im Sommer, und der DAX, der Dow, Nasdaq und so weiter, die haben auch alle nochmal neue Tiefs erreicht. Jetzt ist es aber vielleicht ein bisschen anders. Das Marktsentiment ist jetzt ja wirklich verheerend schlecht, und außerdem sind wir auch in einer anderen Situation inzwischen. Weihnachten steht vor der Tür. Man sieht es ja überall in den Läden zum Beispiel, überall schon wieder Schoko-Nikoläuse und Plätzchen und Lebkuchen gebacken mit den letzten Gaslieferungen. Und was wollen wir an Weihnachten? Wir wollen Geschenke. Weihnachten wird unterm Baum entschieden, wie wir inzwischen alle wissen. Und was für ein Geschenk wollen wir als Anleger? Wir wollen unsere Jahresendrallye, die Santa Claus Rallye. Und am besten dann eben auch schon eine starke Erholung im vierten Quartal. Darauf haben wir verdammt nochmal ein Recht, und gerade dieses Jahr hätten wir es ja auch besonders verdient. Und warum auch nicht? Wenn schon der September jetzt mustergültig schlecht gewesen ist, dann kann das vierte Quartal ja auch mal mustergültig gut sein. Seit 1928 ist der breite S&P 500 Index im jeweiligen vierten Quartal in 73% der Fälle gestiegen, und im Gefolge die meisten anderen Börsen auch. Und die Regel gilt sogar für China. Da ist der CSI 300 Index in den letzten 13 Jahren sogar in 76% aller Fälle gestiegen, obwohl die ja gar kein Weihnachten haben offiziell. Die Ungläubigen im fernen Osten, aber mit unserem wunderbaren Weihnachtskonsumrausch und dem ganzen Glitzer und den Weihnachtsmännern in der Shopping Mall, damit kriegen wir sie am Ende doch. Jedenfalls im vierten Quartal, da läuft es normalerweise gut, und es fängt jetzt ja auch schon wieder gut an. Der September war noch ganz furchtbar, aber erster Handelstag im Oktober, beim Dow plötzlich ein Plus von 2,7% und beim Nasdaq 100 von 2,4%. Und das nur, weil die Notenbank in Australien den Leitzins da ein bisschen weniger stark angehoben hat, nur noch um 0,25%. Und weil es schlechte Wirtschaftsdaten gegeben hat in den USA. Aber dass der ISM-Index jetzt auf unter 50 gerutscht ist, das war eigentlich ja auch nicht mehr die große Überraschung. Aber es ist wieder mal damit die Hoffnung geweckt worden, dass sich die Wirtschaft eben jetzt doch abkühlt, dass dadurch die Inflation doch nachlässt und dass die Notenbanken mit ihren Leitzinserhöhungen dann vielleicht doch früher aufhören als gedacht. Und am Dienstag dann ja noch zusätzlich schlechte Arbeitsmarktdaten, und da ist der Dow dann nochmal um 2,4% drauf und der Nasdaq um über 3%.
Die offenen Stellen in den USA, die sind im August zum Juli um 10% zurückgegangen. Toll, toll, toll. Endlich geht es auch am Arbeitsmarkt wieder den Bach runter, was dann heißen könnte, ja auch wieder mehr Entspannung an der Inflationsfront. Womit auch gleich klar ist wieder mal, die Marktteilnehmer haben offensichtlich jetzt nicht so groß Angst vor der Rezession, sondern sie sind und sie bleiben komplett fixiert auf die steigenden Zinsen. Ist der Strohhalm nicht ein bisschen dünn, an dem sich die Anleger da gerade festhalten? Und hat nicht John Williams, also nicht der Komponist, sondern der Chef von der Fed New York, hat der nicht am Montag noch gesagt, die Fed muss nicht weniger tun, sondern sie muss noch mehr tun? Das ja. Aber Lael Brainard, die Vizechefin der Fed, da haben wir sie, unseren diesjährigen Weihnachtsengel, die hat das alles ein paar Tage vorher schon leicht abgeschwächt und hat gesagt, mit Blick auf die Emerging Markets, dass man das Ganze natürlich schon auch aufmerksam beobachtet jetzt, ob man da mit seiner Politik nicht möglicherweise externe Schocks verursacht in anderen Ländern. Und wir haben die Fälle ja auch schon, so wie Pakistan, Kenia, Sri Lanka, die in Bedrängnis sind jetzt. Und sogar die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, die hat ja die Leitzinserhöhungen in den westlichen Ländern jetzt auch scharf verurteilt inzwischen. Und es geht jetzt aber da nicht nur um die Emerging Markets. Die EZB führt seit Juni schon wieder Stützungskäufe durch bei Anleihen aus Italien und Spanien. Und die britische Notenbank, die hat jetzt auch massiv Staatsanleihen aufgekauft, damit die Pensionsfonds da nicht zusammenbrechen. Das ist schon relativ dramatisch, was die letzten Wochen da passiert ist. Und es kann heißen, dass die Fed eben vielleicht doch schneller wieder zurückrudern könnte, mit Verweis dann natürlich auf andere Länder, die USA, die hätten das alles natürlich schon weggesteckt. Alles noch ein bisschen vage natürlich, die Hoffnungen, aber das ist oft so an der Börse und es fällt natürlich auch gerade zusammen mit einem Sentiment, das extrem schlecht ist. Und das Sentiment, das ist bekanntermaßen ein Kontraindikator. Hallo, da bin ich wieder. Hier der Fear and Greed Index von CNN, das steht für Angst und Gier. Das ist der Wert von Anfang der Woche. Da waren wir bei Extreme Fear am Rande der Panik. Hat sich auch über den ganzen September hinweg nochmal deutlich verschlechtert. Inzwischen ist er wieder leicht besser. Oder die berühmte Umfrage der Bank of America unter mehr als 200 institutionellen Anlegern, die über 600 Milliarden Dollar verwalten. Das hier, das ist jetzt schon von Mitte September, es ist aber danach wahrscheinlich auch nicht viel besser geworden. Die dunkelblaue Linie, das sind diejenigen, die in Aktien übergewichtet sind. Und hellblau die jährliche Entwicklung dann im Vergleich dazu vom Standard & Poor's Index. Man sieht, die Stimmung ist wirklich so schlecht wie noch nie, seit es die Umfrage gibt. Sie ist jetzt auch schlechter als in der Finanzkrise 2008, was aber eben auch sein Gutes hat, letzten Endes, weil man ja weiß aus der Vergangenheit, dass Zeiten, in denen die Stimmung extrem schlecht war, dass das meistens gute Einstiegszeitpunkte waren. Und weil sich in solchen Phasen Nachrichten, die vielleicht nur leicht positiv sind, trotzdem stark positiv auswirken können auch. Und laut Morgan Stanley ist übrigens auch bei den Hedgefonds der Anteil der Long-Positionen zu den Short-Positionen so niedrig wie seit 13 Jahren nicht mehr. Und das ist insofern interessant. Ende August habe ich ja das Video gemacht, Vorsicht, warum Aktien jetzt wirklich steigen. Das war fast am Ende von dieser Zwischenerholung, weil damals war es ja so, dass die Hedgefonds da extrem viele Short-Positionen wieder eingedeckt haben und dass sie da dann schon wieder short gegangen sind. Jetzt ist es aber umgekehrt. Jetzt sind sie short und sie müssten sich dann aber wieder eindecken, wenn der Markt drehen könnte. Und in dem Zusammenhang, ich freue mich über jeden Kanalabonnenten und die meisten Videos hier, das sind natürlich zeitlose Meisterwerke. Aber gerade dieses eine Video, das war eben eher tagesaktuell und der Vorteil, wenn Sie den Kanal abonnieren und dabei auch die Glocke drücken, das ist, dass Sie solche Videos dann eben auch dann sehen, wenn sie aktuell sind. Es hätte was gebracht und ich will natürlich auch nur Ihr Bestes. Gut.
Und was die Inflation betrifft und ihren Rückgang, sind da die Hoffnungen berechtigt? Ich habe es hier zigfach behandelt und grundsätzlich ist es ja so, dass die US-Inflation jetzt schon zurückgeht. Hier die Inflationsraten der letzten 12 Monate von Trading Economics ist die Grafik rückläufig seit 3 Monaten. Die Daten für September, die kommen dann am 13. Oktober. Aber warum sollte sie nicht weiter zurückgehen? Die Rohstoffpreise sind gefallen und der Dollar ist gestiegen, was die Inflation auch drückt. Es gibt natürlich Komponenten, die man jetzt nicht so schnell wieder runterdrücken kann. Das ist dann aber eben auch eine marktpsychologische Frage demnächst. Also wie viel Rückgang ist schon genug? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Monaten wieder viele Analysten haben werden, die uns dann erzählen, wie wunderbar das alles wird im neuen Jahr, wenn wir dann eben wieder auf eine Normalisierung zusteuern bei der Inflation und bei der Geldpolitik. Und denken Sie da jetzt nicht an die Inflation in Deutschland, die bleibt sehr wahrscheinlich erstmal ziemlich hoch. Aber der deutsche Aktienmarkt ist nach wie vor trotzdem fixiert auf den US-Aktienmarkt und die US-Anleger, die sind aber nur fixiert auf ihre eigene Inflation. Summa summarum, ich sage es jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus. Ich gehe davon aus, dass eine Erholung kommt jetzt die nächsten Wochen, weil irgendwann kommt sowieso immer eine Erholung, schon rein technisch bedingt. Und die Anleger, die werden sie erstmal skeptisch sehen wahrscheinlich. Die werden sie auch immer wieder abverkaufen, erstmal nach dem, was sie im Sommer erlebt haben. Aber vielleicht ist sie dann ja doch hartnäckiger, als man gedacht hat, sodass dann auch einige Anleger nachziehen müssen, die jetzt stark untergewichtet sind, sodass diese Erholung dann doch eine gewisse Kraft entwickeln könnte. Nur, wenn sie wirklich dann kommt, ist sie dann auch nachhaltig? Das ist die nächste Frage und da würde ich sagen, das ist schon viel schwieriger zu beantworten. Viele würden im Moment sagen, definitiv nein. Und ich glaube es auch noch nicht so richtig, weil am Ende des Tages, es kommt sowieso auf die Daten an, die wir dann reinkriegen bis dahin und wie die Fed eben auch darauf reagiert. Und dass die Inflation aber so stark zurückgeht auf absehbare Zeit, dass wir wieder Leitzinsen kriegen, wie zum Beispiel die letzten 15 Jahre, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und es ist ja auch ein Zustand, von dem wir eigentlich auch wegkommen müssten. Der Dow war auf Allzeithoch Anfang Januar noch. Die Wirtschaft hat damals geboomt und der Zins auf 10-jährige Staatsanleihen war damals bei 1,5%. Heute ist er bei 3,8% und wir sind in einer Rezession. Ein Umfeld damals, das so gut war für Aktien vermeintlich wie Ende letztes Jahr, das kann und wird es nicht mehr geben, meiner Meinung nach, auf absehbare Zeit zumindest. Und abgesehen davon ja auch, dass jeder Optimismus, der jetzt wieder hochkommt, dass der die Inflationsziele der Fed dann ja auch automatisch wieder untergräbt und dann vielleicht eben auch wieder doch eine straffere Geldpolitik erzwingt. Aber es kann auch nicht so weitergehen. Die Welt braucht eine geldpolitische Normalisierung. Sie muss von diesem ultrabilligen Geld weg und sie braucht auch eine gewisse Entschuldung jetzt. Und das, was an den Märkten bejubelt worden ist die letzten Tage, dass eben eine weitere Straffung der Geldpolitik vielleicht gar nicht so möglich ist, das ist auf der anderen Seite ja auch absolut bezeichnend und es ist absolut niederschmetternd, dass es eben anscheinend nicht mehr möglich ist, die Geldpolitik wirklich zu normalisieren, ohne dass die Weltwirtschaft in eine Rezession kippt und ohne dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen, regelrecht vor systemischen Krisen, auch in der Eurozone, in Großbritannien oder sonst wo. Das ist leider der Punkt, an dem wir stehen. Insofern, ich bleibe bei meiner Prognose, dass eben eine Erholung kommt jetzt im 4. Quartal, auch wenn es ein bisschen gewagt ist. Aber wenn sie kommen sollte, dann ist es eben trotzdem wahrscheinlich eine Erholung, in der man vorsichtig sein sollte, der man auch misstrauen sollte. Auch wenn das dann, wenn die Kurse wieder steigen, wenn sich das dann natürlich wieder ganz anders anfühlen wird auch.
Ich kann mir kurzfristig vorstellen, eine gewisse Outperformance jetzt von Wachstumsaktien, also die, die wirklich solide sind und gut auch. Vielleicht eine Underperformance von Bankaktien demgegenüber, weil wir erstmal vielleicht doch keine stark steigenden Zinsen kriegen, dafür aber eine Rezession. Ich wäre bei Zyklikern auch noch relativ vorsichtig, auch wenn sie billig sind. Ich würde sie aber eben nicht übergewichten. Und mittelfristig, da bin ich nicht skeptisch für Aktien an sich. Ich glaube aber auch nicht, dass wir Märkte haben werden die nächsten Jahre, die so sind, wie sie die letzten Jahre waren. So mit Euphorie und Wahnsinnskursraketen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was man jetzt so bezeichnet als Value-Qualitäten, also Substanz, Dividenden, niedrige Bewertung und so weiter, dass das wahrscheinlich wieder eine größere Rolle spielen wird als die letzten Jahre, weil eben die Zeiten anders sind. Aber es gibt jetzt vielleicht eben noch mal eine Chance, dass man sein Portfolio entsprechend umbaut auf sowas und dass man Aktien, die da problematisch sind, vielleicht jetzt auch noch mal halbwegs gut loskriegt. Sie haben meine Prognose gehört, eine kurzfristige Erholung, die dann aber wieder hinterfragt wird in ein paar Monaten. Danach schwieriges Marktumfeld. Das heißt also, wenn Sie mich jetzt nehmen als Kontraindikator, dass es dann umgekehrt so wäre, dass der Absturz jetzt kurzfristig weitergeht und dass die Erholung erst dann kommt, wenn das vierte Quartal vorbei ist. Und mittelfristig dann natürlich wieder alles Geld rein in Kryptos, in Meme-Stocks, in hochdefizitäre Wachstumsaktien und was wir da sonst noch so alles haben. Ich behalte mir aber vor, dass ich meine Meinung jederzeit ändere. Das heißt, wenn Sie mich wirklich sinnvoll nutzen wollen als Kontraindikator, dann bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig, als diesen Kanal zu abonnieren. Aber mal ganz im Ernst, also meine Zuschauer hier, die sind für mich natürlich kein Kontraindikator. Jede Meinung hier ist interessant und wir wissen alle, es geht da ja jetzt auch nicht wirklich um richtig oder falsch. Und das, was heute vielleicht falsch aussieht, das kann auch morgen schon wieder richtig sein. Und abgesehen davon, ich weiß natürlich auch, dass ich ein hervorragendes und ein sehr gutes Publikum habe hier. Nebenbei gesagt, was vielleicht schon ein guter Kontraindikator ist oder sein könnte, das sind so Sachen wie meistgesuchte Aktien von den Anlegern im Internet. Also wenn Sie zum Beispiel auf finanznachrichten.de gehen, da kriegen Sie ja angezeigt, für welche Aktien sich die Anleger gerade ganz besonders interessieren. Und da würde ich fast sagen, sobald diese Aktien angeschlagen sind im Ansatz, da können Sie die alle sofort shorten. Das macht viel Spaß und es bringt auch Geld. Alles Gute Ihnen, die, die den Kanal nicht abonniert haben, denen wünsche ich schon mal frohe Weihnachten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen.